Boris Benito. Das Rückspiel gegen Liepaja steht da. Jetzt hat er es einmal auswärts. Was erwartest du von diesem Rückspiel daheim? Ja, man darf gespannt sein. Im ersten Spiel haben sie sich sehr defensiv präsentiert. Sie sind mit extrem vielen Leuten vor dem eigenen 16 gestanden. Ich denke, im Rückspiel sind sie ein bisschen am Zug. Sie sind 1-0 in der 3. Ich denke, sie müssen etwas mehr für das Spiel machen. Das gibt uns vielleicht ein bisschen mehr Räume. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen erwarte ich ein anderes Spiel wie im Hinspiel. Du hast gesagt, sie waren sehr, sehr defensiv daheim bei sich. Es war ein bisschen ein Powerplay. Ihr hattet aber eigentlich viele Chancen gehabt, aber gleich nur eins noch gewinnen. Was hat ihr euch jetzt vorgenommen, damit ihr vielleicht mehr herausholen könnt oder bessere Lösungen findet? Ja, ich glaube, wenn man die Chancen anschaut, dann ist sicher auch die Chancenauswertung, die vielleicht ein Manko war. Die Chancen wären sicher genug gut gewesen, um sie zu machen. Dementsprechend ist sicher das entscheidend, dass wir gerade im Heimspiel, wo wir viel mehr Druck werden können erzeugen auf unserem Terrain, dass wir die Chance einfach auch gut nutzen und den Sack von Anfang an zumachen können. Wie gross schätzt du der Heimvorteil liegt international, was ja gleich eben noch eine längere Reise sind? Ja, ich glaube, er ist sicher da. Ja. Also, sie werden da noch kommen und werden viel mehr Zuschauer als sie bei ihnen das gewöhnt sind. Wir sind uns gewöhnt, dass wir von unserem Heimpublikum immer sehr gepusht werden. Es gibt uns auch noch mal Energie. Dementsprechend glaube ich, wird das uns sicher nur ein Vorteil sein. Als Verteidiger in Viererkette in so einem Match, stellen wir vor, ist es auch nicht unbedingt so einfach. Weil im Hinspiel hast du sehr, sehr offensiv agieren. Aber gleich muss man ja permanent aufpassen. Plötzlich gibt es einen Konter, ein schnelles Umschalten vom Gegner. Und also hinten muss man gleich, auch wenn man sehr weit vor ist, immer wachsam sein. Ja, das ist ein sehr gefährliches Spiel. Wie du jetzt gesagt hast, sie werden sehr viel auf Konterwelle spielen, wie sie es auch im Hinspiel probiert haben. Da muss man extrem wachsam sein. Da ist sicher ein grosses Wort Restverteidigung. Wenn vorne der Ball in unseren Reihen ist und wir probieren, in 16 zu kommen, dass die hinten noch bleiben, dass sie schon beim nächsten Mal stehen. Und das ist in so einem Match kann das der Killer sein, wenn du eigentlich den ganzen Match dominierst, aber sie aus einer Halbchance dann gleich ein Goal machen. Das hoffen wir natürlich nicht. Du bist zuversichtlich. Noch schnell zu dir. Du bist jetzt seit ein paar Wochen wieder zurück. Wie hast du dich wieder hier eingefunden? Ja, sehr gut. Ich habe eine riesige Freude, dass ich wieder hier sein kann. Ich muss sagen, dass auch vieles schon so ist wie vorher. Gerade im Backstaff, alles was die Clubführung anbelangt, auch die Leute von der Geschäftsstelle, das hat alles nicht gross geändert. Von dem her sehr, sehr schön. Die Mannschaft hat mich eigentlich sehr gut integriert. Auch dort hat es zwei, drei Pfeiler in der Mannschaft, die ich schon kennt habe. Dementsprechend war die Anpassungszeit sehr kurz. Und ja, ich habe einfach eine riesige Freude, hier ein Teil der Familie zu sein. Du hast schon gesagt, also in dem Fall hat sich jetzt auch nicht allzu viel gross geändert. Also es sind natürlich ein paar neue Gesichter, neue Staff, aber es hat jetzt nicht grundlegend etwas geändert zu deiner letzten Zeit. Nein, ich finde nicht. Was sicher auch schön ist zu sehen, ist, dass in den 3 Jahren trotz doch gewichtigen Abgängen von Spielern, die die Kabine geprägt haben, dass die Werte und was gelebt wird, dass es immer noch gleich ist, dass die alle am gleichen Strang ziehen. Und ja, es war wirklich ein Heiko für mich gewesen, und das fühlt sich extrem schön an. Sehr schön, natürlich auch für alle IB-Fans, und wir freuen uns auf den Match und Hopp IB. Hopp IB.